Am 1. Mai wurde in der Regionalliga West die 24. Runde ausgespielt. Auf dem Sportplatz Bürgerau kam es dabei zum Salzburg-Derby FC Pinzgau gegen TSV Neumarkt. Im Herbst konnten sich die Saalfeldner auswärts mit 2:1 durchsetzen. Diese Niederlage wollten die Flachgauer unbedingt wieder ausmerzen, um in der Tabelle mit den Pinzgauern nach Punkten gleichzuziehen. 500 Zuschauer sind in die Bürgerau nach Saalfelden gekommen, um beim Duell FC Pinzgau gegen Neumarkt live mit dabei zu sein. Die Heimmannschaft in den weißen Dressen scheint die tolle Kulisse zu beflügeln, denn von Anpfiff weg präsentieren sich die Saalfeldner deutlich spritziger, zweikampfstärker und spielfreudiger. Die Flachgauer hingegen glänzen vorerst nur durch Passivität und so fällt in Minute 15 verdientermaßen das 1:0 für den FC Pinzgau. Torschütze ist nach schönem Zusammenspiel mit Gerhard Fabian die Nummer 13, Christian Lederer, der den Ball über Tormann Bachleitner hinweg in die Maschen lupft. In dieser Tonart geht es dann weiter, denn von den Neumarktern ist weiter nichts zu sehen. Die Pinzgauer dominieren das Geschehen am Feld nach Belieben, einzig die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig. Kurz vor der Halbzeit kommt der FC Pinzgau dann noch einmal über die starke linke Seite, aber der Ball findet auch bei diesem Angriff nicht den Weg ins Tor. Somit bleibt es bis zur Pause beim verdienten, aber knappen 1:0 für die Hausherren vom FC Pinzgau. Nach Wiederanpfiff ändert sich am Charakter des Spiels wenig, denn die Gäste finden weiterhin kein Mittel gegen die starken Pinzgauer. In Minute 48 münzen die Hausherren ihre Überlegenheit dann endlich wieder in Zählbares um. Denn Verteidiger Markus Fürstaller drückt eine Flanke von der linken Seite zum vielumjubelten 2:0 über die Linie. Gästetrainer Hayek ist bedient, aber tatenlos muss er mit ansehen, wie seine Mannschaft in dieser Phase einen Angriff nach dem anderen über sich ergehen lassen muss. Einzig Torhüter Bachleitner stemmt sich gegen das drohende Debakel und das mit Erfolg. Denn nach 75 Minuten steht es unter Anführungszeichen immer noch nur 2:0. Mit seinen Glanzparaden scheint der Goalie der Neumarkter auch seine Mannschaftskollegen ein wenig wachzurütteln. Denn die Gäste spielen auf einmal deutlich besser mit und kommen nun zumindest in die Nähe des gegnerischen Tores, das sie 75 Minuten lang nur aus der Ferne gesehen hatten. Die wenigen Chancen auf den Anschlusstreffer werden allerdings teilweise kläglich ausgelassen. Der verdiente Sieg des FC Pinzgau ist trotz des verbesserten Gegners letztlich nie wirklich in Gefahr. Im Gegenteil, in den Schlussminuten hätten die Saalfeldner die Führung sogar noch ausbauen können. Der Ball will aber nicht mehr ins Tor und das muss er auch nicht, denn die Verantwortlichen des FC Pinzgau sind mit dem 2:0 und vor allem mit der Leistung der Mannschaft an diesem Tag absolut zufrieden. War sicher ein hochverdienter Sieg. Wir haben, glaube ich, 75 Minuten defensiv absolut überhaupt keine Probleme gehabt. Dann im Finish, dann haben wir ein paar Undiszipliniertheiten, ein paar Mal zu offensiv gespielt, zu viel aufs dritte Tor gespielt. Und dann haben wir einige Kontermöglichkeiten so zumindest im Ansatz zulassen. Aber ich glaube, im Endeffekt, das 2:0 ist hochverdient. Ja, ich bin sicher zufrieden. Ich sage, die ersten 75 Minuten haben wir ganz gefällig gespielt, sage ich mal. Gerade die erste Halbzeit haben wir läuferisch mehr da. Zweite war nach dem 2:0. Haben wir schon ein bisschen zurückgeschalten und ab der 75. haben wir eigentlich ja, das Laufen wieder ziemlich eingestellt und dementsprechend sind wir wieder unter Druck gekommen. Und ja, Gott sei Dank muss ich auch sagen, haben die Neumarkter dann auch nicht mehr die Kraft gehabt, dass die Chancen noch nutzen. Ja, sie haben noch 2-3 gehabt, wo es sicher noch eng waren, wenn wir unseren Anschlusstreffer gemacht hätten. Aber ja, Gott sei Dank ist es anders ausgegangen. Mit diesem 2:0 hat der FC Pinzgau auch das zweite Saisonduell mit den Neumarktern für sich entschieden. Die Art und Weise, wie diese Niederlage zustande gekommen ist, schmerzt die Flachgauer daran aber sicher am meisten. Sehr, war ja unsagliche Leistung von meiner Mannschaft einfach, in jeder Beziehung, chancenlos. Ich glaube, der Krack hat nicht einen Ball halten müssen, also unterm Strich ein mehr wie ein hochverdienter Sieg. In der Tabelle haben sich die Pinzgauer mit diesem Erfolg wieder auf Platz 7 vorgearbeitet. 6 Punkte vor dem TSV Neumarkt, der nach 24 gespielten Runden an der 11. Stelle zu finden ist. 2, 2.